aber von der Stadt an der Fuhrkarte unter Sehenswürdigkeiten nichts. Unter den geschichtsreichen Städten des niedersächsischen Raumes hat die um 1220 gegründete Stadt Peine jahrhundertelang ein bescheidenes Dasein geführt. Dennoch, Fremde, die nach Peine kommen, spüren den Pulsschlag einer lebendigen Wirtschaft, deren Entwicklung in den letzten 60 Jahren geradezu stürmisch war. Die enge Verflechtung wirtschaftlicher Wechselwirkung fast des gesamten Wirtschaftslebens mit der örtlichen Großindustrie hat die Stellung der Stadt Peine als Einkaufsstadt erheblich gestärkt. Ein Blick in die Hauptgeschäftsstraße lässt etwas ahnen von der Lebhaftigkeit des in den letzten Jahrzehnten von der Kleinstadt zur Mittelstadt herangewachsenen Gemeinwesens. Die Neubauten des Bahnhofes sowie des Rathauses repräsentieren eine Wandlung der Größe und der Struktur dieser Stadt. Eine Reihe herrlich angelegter Parks bringen ein Stück Natur in die Stadt. Oasen der Ruhe und Erholung. Auch die Künste werden in Peine sorgsam gepflegt. Und dem Theater wurde hier ein sehr schönes Obdach gewährt. Um dieses Haus und um das, was hier geboten wird, beneidet man Peine in weit größeren Städten. Nach urkundlicher Überlieferung verstanden sich die Peiner schon vor Jahrhunderten gut auf das Braugewerbe. Und die Räte der Stadt achteten streng auf gerechtes Einschenken der Krüge und die Vermeidung des Genusses auswärtiger Biere. Inzwischen ist viel Wasser diffuse heruntergelaufen. Aber der Qualitätsbegriff Peiner Bieres ist geblieben. Und weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus erfreuen sich heute die köstlichen Herke-Biere großer Beliebtheit. Das ist das neue Sudhaus, einer der größten Privatbrauereien Norddeutschlands. Es wurde 1962 in Betrieb genommen und ist ganz bewusst im traditionellen Stil gestaltet. In den blinkenden Kupferkesseln wird aus feinsten Malzen und edelsten Hopfen unter Verwendung hervorragenden Brauwassers aus eigenen Tiefbrunnen die Würze gekocht. Herkebiere werden nach dem deutschen Reinheitsgebot eingebraut. Und der Vorgang des Brauens wird in allen Stufen vom kritischen Auge des erfahrenen Fachmannes ständig überwacht. Nach der Abkühlung gelangt die Würze in den Gärkeller. Die Hauptgärung wird sorgfältig beobachtet. Entstehende starke Schaumdecken, Kräusen genannt, sind für den Brauer das Sinnbild guter Qualität. Begeben wir uns nun in den Lagerkeller. In monatelanger Lagerung reift das Bier in diesen großen Tanks seiner Vollendung entgegen. Und das bei einer Temperatur von minus 1 Grad. Hier erhalten die Herke-Biere ihre endgültige Reife. Vor der Abfüllung wird das Bier mit Spezialfiltern filtriert. Die Klarheit wird auch hier wieder geprüft. Nun ein Blick in die Fassabfüllung. Eine besonders imponierende Anlage ist der Flaschenkeller. Nur einwandfreie, gesäuberte und sterile Flaschen finden Verwendung. Die unvermeidliche Kontrolle verbirgt die Reinheit. In unablässiger Folge füllen hochwertige Maschinen Flasche um Flasche, bis zu 26.000 in der Stunde. Diese Zahl dokumentiert die emsige Geschäftigkeit und vermittelt gleichzeitig den Eindruck von der Leistungsfähigkeit dieses modernen Betriebes. Alle Vorgänge geschehen auch hier vollautomatisch. Von der Reinigung über die Füllung, das Verschließen und Etikettieren bis zum Einpacken.
Jahrhundertealte Brauerfahrungen und ein Stamm bewährter Mitarbeiter geben die Gewähr für eine stets gleichbleibende Güte und sichern den guten Ruf der Herke-Biere. Nicht nur in Peine, sondern weit über Niedersachsens Grenzen hinaus werden Herke-Biere immer wieder gern getrunken. Natürliche Frische, Wohlgeschmack und Bekömmlichkeit, das ist Herke-Qualität. Die Herke-Brauerei in Peine, 1832 gegründet, ist eine Brauerei mit Tradition und Tradition verpflichtet. Ja, Herke-Biere kommen aus einem Hause, in dem der technische Fortschritt sich der Tradition bewusst bleibt. Herke-Biere sind immer Trumpf. Und auch Damen mundet dieser köstliche Trunk. Herke-Biere löschen den Durst, wie man sieht. Niedersachsen, das Herke-Stammland, ist ein Bierland. Hier versteht man etwas vom Bier und weiß, Unterschiede zu machen. Es bedeutet schon etwas, wenn sich das Produkt der Peiner Braukunst hier so durchgesetzt hat, dass überall gesagt wird, man trinkt gerne Herke-Biere. Ja, Prosit!